So, kann ich jetzt irgendwas angreifen? Mit einem. Hm. Bisschen drauf an, was da drin ist. Ja, das ist kein Problem. Gut, hier hinten ist jetzt schon mal Schluss. Ist das angeschlossen? Nee, habe ich nicht angeschlossen. Okay. Könnte eine Erklärung sein, warum nichts nachrückt. Oh, hier ist ein General. Schade, ich kann nicht nochmal nach. Weil das hier sollte jetzt nicht problematisch sein, aber hier. Ich kann leider nicht nochmal nachschicken. Dass der hier hinten noch Generäle drin hat. Das geht leider nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen mehr dann drauflegen, dass wir den dann noch mal packen. Wenn wir jetzt den roten hier erstmal weg haben, dann können wir unsere Front auch Richtung gelb verschieben. Dann kann ich mich hier hinten einfach alles wegreißen. Weil hier ist gerade nichts möglich. Schade. Auch nochmal ein General. Seine letzten Ecken hier, die verteidigt er jetzt aber auch, ne? Hier ist nur so einer drin, das sollte also nicht problematisch sein. Gut. So, Lagerhaus ist dort. Ich hoffe, das reicht, um hier hinten abzuziehen. So, dann unsere Kohlebergwerke, die laufen. Ah, die laufen recht gut. Müsste ja auch eigentlich hier wieder so unsere Produktion ein bisschen laufen, ja. Ah, was haben wir denn hier eingenommen? Eingenommen. Keine Briefe mehr. Also mein Goldbergwerk läuft natürlich nicht mehr. Deshalb macht die Münzprägerei auch nichts. Da, da, da. So, hier kann natürlich was rein. Das ist okay. Hier sollte vielleicht sogar was rein. Und dann machen wir mal zu. Das machen wir auch mal zu. So, dann haben wir diese Gebäude. Die sind schon alle gesperrt. Na, das ist gesperrt, das ist gesperrt. Das können wir eigentlich auflassen, das auch. Das jetzt nicht unbedingt. Na, das machen wir jetzt. Ach, das reiße ich jetzt ab. Komm, weg damit. So, mit diesen ewigen Baracken hier. Sowieso nichts. Jetzt sind hier noch zwei Militärgebäude von ihm, ja. Also ich brauche mindestens noch mal... Naja, vier wären schon schön. Weil dann, weil hier ist ja der General drin, dass wir den auf jeden Fall platt machen können.
So, Gelb hat auch ganz schön abgebaut. Das freut mich. So, hier ist eine Münzbrigerei. Die versuchen wir jetzt mal. Stürmen mal diese Wachstube. Okay, er ist jetzt verwirrt. Mal wieder. Wäre gut, wenn er das jetzt hier noch schaffen würde. Natürlich nicht. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Hier sind bestimmt auch nur lauter solche Typen drin, ja. Ich habe keine Generäle mehr. Das hier kann ich eigentlich auch abreißen. Wirklich entscheidend ist das nicht. Ist auch viel besser, wenn das sich jetzt konzentrierte auf bestimmte Wachstuben oder so läuft. Okay. Ach, vielleicht brauche ich einfach nochmal Katapulte. Oh, mach das ein bisschen so. Ich meine, hier sind auf jeden Fall zwei Militärgebäude, die wir abschießen können. Hier oben wäre auch eins. Nutzen wir das doch mal, dass wir das Material haben, das zu tun. Ne, kein Turm. Den sparen wir uns. Wir bauen Katapulte. So, wer jetzt hier irgendwie drei Leute? Kommt drauf an, was das für drei Leute sind. Hier mein General. Ja, mein General. Wo kommt der dritte her? Hier wahrscheinlich. General. Drei Generäle. Könnte passen. Jetzt kommt hier Nummer 4. Das wäre gut. Ich denke mal, dann können wir jetzt mit 4 angreifen. Ne? Mit rein. 4, bitte. Na, dann nehmen wir 3. Was willst du denn da? Geh doch weg. Dich will doch da keiner sehen, Mann. Schick mir noch einen hinterher. Muss jetzt aber dein General sein. Ja. Werden wir sehen. Ich hoffe, hier ist da nicht noch mal einer von denen drin. Schon allein jetzt das hier zu zerstören, sorgt ja dafür, dass wieder ein bisschen was frei wird. So, da ist nochmal 2 drauf. Und dann ist der rote weg. Da ist tatsächlich nur mein General drin. Wow. Echt krass. Jetzt hier am Ende nochmal ganz schön aufgefahren.
Aber sollte ja wohl schaffbar sein. Genau, jetzt können die hier alle wieder weg. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, wenn wir das jetzt hier neu öffnen, sollte auch sichtbar sein, genau, dass der rote weg ist. Gut, dann ziehe ich mich jetzt hier hinten eigentlich komplett zurück, würde ich sagen. Das Ding kann weg. Das Ding kann auch weg. Okay. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Okay. Dann probieren wir es jetzt noch mit dem. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel drin sein. So, die Katapulte werden fleißig gebaut. Transport dauert halt ganz schön lang. Aber es kommt. Ich meine, die Bergwerke hier funktionieren, das ist gut. Mein Goldbergwerk hier oben läuft auch. Das ist mir doch eigentlich auch einen ganz guten Stand. So, die haben es auch geschafft. Du, das Ding reiße ich auch ab. Wofür? Ach nee, ups. Sorry. Verteilt sich das hier wenigstens wieder ein bisschen. Boah, diese Wachstube hier, ach, das weiß ich nicht, kann sein. Also sind jetzt hier noch welche drin? Nee. Genau, die verteilen sich jetzt neu, das ist gut, weil dann könnten wir uns dann auch langsam hier aus dieser Region entfernen. Hier kommen jetzt hier ein paar rein. Gut, wenn jetzt hier die Katapulte fertig werden und die Militärgebäude dort beschießen, dann war es das sowieso. Dann leert sich das noch ein bisschen. Wenn groß ist das gelbe Land sowieso nicht. Es wird jetzt hier nur noch an so ein paar Stellen sein. Also das hier kann ja hier
drauf schießen, das da drauf. Ja. Ich denke mal, viel größer wird es dann auch nicht mehr, ne? Also hier irgendwo wird sich das Hauptquartier befinden. Da muss es halt nur noch fertig werden. Jetzt haben wir auch hier endlich mal wieder ein paar Soldaten, die kommen. Da füllt sich das, das ist gut. Können wir hoffentlich dann auch bald angreifen. Ich brauche jetzt hier auch nochmal ein Lagerhaus. Man weiß ja nie. Goldmünzen fließen erstmal wieder. Ziemlich gut besetzt. Stoppe ich jetzt erstmal. Hier wäre jetzt vielleicht ganz gut. So, hier ist das Katapult fertig. Dann könnt ihr jetzt auch mal Steine dahin transportieren. Und dann geht's los. Obwohl er ja hier schon noch fleißig dabei ist, ne? Aber militärisch hat er jetzt sowieso keine Chance mehr. Ich finde es ganz gut, dass wir es jetzt wieder ein bisschen konzentrieren können. Das ist immer so das Problem, wenn du so weitläufig, so ein weitläufiges Land hast, dass die Soldaten dann auch natürlich überall verteilt sind. Also egal, ob du militärisch am stärksten bist und sowieso keine Chance hast, anzugreifen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Bier haben wir noch genug. Esel haben wir noch genug. Alles klar. Spaziert ihr hin? Ich reiß jetzt mal das ab. So, hier fehlen jetzt Steine, genau, die kommen. Sehr gut. Ich denke mal, dann wird sich das jetzt hier auch nochmal ein bisschen reduzieren. Wenn jetzt nochmal ein größeres Militärgebäude dann kommt. Wieso, das sollten wir dann versuchen nochmal einzunehmen. Damit wir dann nochmal ein Standbein haben, von wo aus wir angreifen können. Und dann schieß bitte. Hier runter. Okay. Das war leider nicht getroffen. Und hier kommen die Goldmünzen. Ja, das sieht doch jetzt hier auch schon mal ganz gut aus. Machen wir es mal so. Gut wäre jetzt, wenn er noch mal einen Stein jetzt bekommt. So, aber hier ist jetzt angesagt, hier hoch. Theoretisch kann es auch sein, dass er hier runterschießt. Mal sehen. Das war auch daneben. Wir brauchen mehr Steine, Leute. Steine. Haben wir noch Steine? Ne,
denke ich mir, so viele. Perfekter Moment, um hier vielleicht ein Steinbruch hinzubauen. Ja gut, ich meine, ansonsten müssen wir halt angreifen, ne? Ist halt dann so, wir sind jetzt hier wieder ganz gut dabei. Der flieht schon mal. Der auch, okay. Das ist ein Lager. Naja, gut, das kann jetzt noch mal ein bisschen dauern. Wieder noch mal was passiert.